Hallo liebe Leute und herzlich willkommen in meiner Brettspielstube zu einem weiteren Bericht vom Brett. Augenscheinlich geht es heute um Scarface 1920, ist ja gerade auf Deutsch rausgekommen. Und ich würde das Ganze als ein Spaß- und Ärgerspiel für Expertenspieler bezeichnen. Vielleicht kann man es noch als Kennerspiel auf sehr hohem Niveau bezeichnen, aber ich finde, gerade weil ich vorher ja auch Mombasa aka Sky Mines auf dem Tisch hatte, dass es von der Komplexität ähnlich ist. Ich versuche das jetzt mal verkürzt euch zu erklären. Im Moment seht ihr ja leider nur Teile der Map, weil es riesig ist, aber extra gemacht, damit hier genug Platz ist für Figuren. Bei zwei Spielern könnte die Map kleiner sein, hätten sie vielleicht auf der Rückseite was zaubern können. Aber deswegen ist das so groß und das ist dann auch gut so. Halt nicht gut für Leute mit kleinen Tischen wie ich. Ja, drei Spieler ginge hier gar nicht. Ab drei würde ich es eigentlich empfehlen. Macht zu zweit natürlich auch ein bisschen Spaß. Zur Not kann man den Bot mit reinnehmen. Der ist aber auch leicht frickelig, finde ich. Also ich habe länger gebraucht, in dieses Spiel reinzukommen, als zum Beispiel bei Sky Mines, weil da für mich alles klarer, offensichtlicher ist und die Regeln etwas besser sind. Wobei die Regeln hier auch nicht schlecht sind, ist schon schön geworden. Spaß- und Ärgerspiel deswegen, weil man A, größtenteils, also als man sich selber hier ärgert und Sachen wegnimmt, diese Razzia-Karten kommen können. Der Bot triggert die gefühlt häufig und da passieren schlimme Dinge. Manchmal nur einem der Spieler, manchmal allen. Man verliert Geld, man dieses, jenes halt, ne, könnt ihr euch vorstellen. Und deswegen kann man hier zwar auch hart planen, was man auch eigentlich muss, um irgendwie gut was zu schaffen. Es kann aber auch alles zunichte gemacht werden und deswegen nenne ich es ein Spaß- und Ärgerspiel. Ja. Und wegen der Komplexität tendiere ich wirklich zum Expertenspiel. Oh, vielleicht noch unteres Niveau, aber keine Ahnung, ihr könnt ja mal auf BoardGameGeek gucken, was das für eine Komplexität dort hat, habe ich nicht gemacht. Ja, grundsätzlich geht es darum, hier die meisten Siegpunkte in Form von Geld zu machen. Eigentlich hält man sein Geld geheim. Wenn wir hier zu zweit gespielt haben, gut, das waren noch Einstiegsspiele, haben wir das nie geheim gehalten. Nein, man kann ja das Geld auch ein bisschen stapeln, dann kann man auch nicht genau erkennen, was man hat. Aber für jedes gesammelte Geld gibt es natürlich einen Punkt. Dann kann man hier so Komplizen anwerben. Das sind immer welche, die unten Sterne haben. Und jeder Stern auf so einer Karte ist auch noch zwei Geld am Spielende wert. Dann kann man hier Läden bauen. Ich habe den Aufbau nicht ganz richtig zu Ende gemacht. Normalerweise verteilt man hier schon zufällig Läden. So. Jetzt seht ihr das hier so. Es gibt hier immer Distrikte. Heißen sie Viertel? Ich komme mal mit Englisch und Deutsch, weil ich beides geguckt habe, durcheinander. Sagen wir so, es gibt Felder, wo man reingehen kann, in denen es jeweils eine Nachbarschaft oder ein Viertel gibt, wie auch immer man das jetzt sagt, das sind diese Plättchen. Und denen ist dann auch immer so ein Laden zugeordnet. Da gibt es, ich glaube, normalerweise nur drei verschiedene oder noch vier, bin mir nicht sicher. Für die gibt es sowohl, ne, hier am Ende vom Spiel Geld, als auch, kommen wir später zu, wenn man zum Verkaufen und seinem Reorganisationszug kommt. Und manchmal gibt es auch Karten, die irgendwie Punkte geben. Hatte ich bis jetzt, glaube ich, noch gar keine. Und am Ende der Partie guckt man, was man so geschafft hat. Dann schauen wir uns doch mal die Übersicht hier an. Ich mache die mal hier hin. Also hier ist aufgebaut, hier sind Steinchen, Spielertableau. Es gibt vier verschiedene Tableaus. Nur, reicht aber eigentlich auch, ne? Man hat ja gern ein bisschen mehr Auswahl. Und die haben alle bestimmte besondere Fähigkeiten. Die sind in allem irgendwas gut. Der eine zum Beispiel, der braucht diese Lieferanten nicht unbedingt nutzen, weil er über seinen Boss ganz gut an Rohstoffe rankommt. Also grundsätzlich geht es darum, nur ne, Fässer, Waffen, wie man sie hier für die Geschäfte braucht. Da steht drauf, was man haben muss, um dort verkaufen zu können. Und dann bekommt man das Geld, wenn einem das gehört. Falls man es, ich weiß nicht, ob man sieht, mir gehört das Viertel da oben. Deswegen steht da schon mein Häuschen. Gucken wir doch mal, Aktionszug. Also es gibt zwei Arten von Zügen. Ein Aktionszug, solange man mindestens eine Karte besitzt in der Hand, muss man einen Aktionszug machen. Hat man gar keine Karten mehr, dann mischt man seinen Ablagestapel und macht einen Reorganisationszug. Das ist hier super aufgeführt. Und in Folge von diesem Reorganisationszug gibt es halt auch Geld, Verkäufe. Am Anfang überschlagen einen die vielen Befehle, die es gibt. Das sind halt die Aktionsmöglichkeiten. Das sind 15 Stück insgesamt. Manche macht man häufiger, manche sind eher so zur Not. Zum Beispiel könnte ich hier in der Unterwelt
auch verkaufen in meinen Stadtvierteln. Das mache ich, wenn ich natürlich viel zu viel Überschuss habe. Erst. Oder ich warte halt aufs Ende der Runde, um zu verkaufen. Beziehungsweise es kann zum Spielende hin passieren, dass man eventuell nicht mehr zum Verkaufen kommt und dann geht man natürlich in die Unterwelt. Als erstes prüft man immer, ob man diesen Familienring hat. Ich habe ein bisschen besseres Material, ich habe ein Gameplay All-In gemacht. Bin mir nicht sicher, ob es hätte sein müssen. Aber den Ring finde ich schon cool, außer dass der eben hier nicht rot ist, wie der Pappring. So Kleinigkeiten könnte man hier meckern, ansonsten bin ich hier mit allem ziemlich zufrieden. Also erste Aktion, lege deinen Plan aus. Man startet mit 6 Handkarten. Insgesamt hat jede Gang 10 Karten. 4 davon sind, ich weiß gar nicht, wie sie richtig heißen. Also Erweiterungskarten. Weil man kommt eventuell hier mal auf so einen Hut. Und dann kriegt man bessere Karten und kann sich eine von den 4 aussuchen. Also 3 Karten. Und jetzt darf ich so viele Karten spielen, wie ich lustig bin. Standardmäßig nimmt man maximal 2. Weil ab der dritten muss man pro weitere Karte, die mehr ist als 2, diesen Crime-Tracker erhöhen, der zu einer Razzia führt. Und auch je nach Farbe entscheidet sich, wie schlimm die Bestrafung ist. Meinetwegen steht auf der Karte, gib 3 Geld ab im grünen Bereich und dann steht wahrscheinlich, gib 5 Geld ab im roten Bereich. Das ist jetzt ein bisschen runtergebrochen, vereinfacht dargestellt. Am Anfang bekommt man auch 3 Jobs, die man erfüllen kann. Man kann sich auch mehr holen. Die haben halt immer Bedingungen, da gehe ich jetzt nicht aufs Detail ein. Unterschiedlich gibt es noch dauerhafte und Sofortjobs. Das heißt, dauerhaft kriege ich, wenn ich es geschafft habe, das freizuschalten, die Karte in meinen Spielbereich und kann den Effekt halt immer nutzen für den Rest des Spiels. Bei Soforteffekten, einmalig, wird abgelegt, weg ist er. Und hier gibt es natürlich lauter Möglichkeiten, die sowas aushebeln. Zum Beispiel gibt es auch eine Karte, die sagt, vielleicht sogar hier so eine Fähigkeit von einem Boss, die sagt, dass man so eine Sofortkarte behalten darf, also wieder in seine unerfüllten Jobs nimmt und nochmal erfüllen könnte. Hier liegen noch die 2 Standardlieferanten aus, die man am Anfang hat, über die man sich sonst im Normalfall seine Rohstoffe besorgt. Oder man klaut sie halt bei jemandem. Verhindert ja auch, dass der Geld kriegt. Ja, zurück zu, hast du den Familienring? Den bekommt man, außer durch irgendwelche Effekte, standardmäßig, nur wenn man hier eine Karte kauft. Immer wenn einer hier eine Karte kauft, kriegt er den Ring. Und im 1-2-Spieler-Spiel, also Solo und 2 ist ja im Prinzip 2 Spieler, kriegt man dann am Anfang seines Zuges immer ein Geld. Es sei denn, man vergisst das. Die Regel sagt explizit, wer es vergisst, kriegt es nicht mehr. So, lege deinen Plan aus, bedeutet, spiele eben deine Karten aus. So, ich habe jetzt 3, ich würde ja nicht unbedingt mein Razzia-Ding triggern wollen. Würde ich jetzt, sagen wir mal, die 2 ausspielen. Dann ist es wichtig, was man oben für Symbole hat. Es gibt immer nur diese 2 Symbole, Stärke, Kraft und Verhandlungsgeschick oder wie ich es nenne, Bam und Handshake. Und jetzt hätte ich in meinem Plan ein Bam und ein Handshake ausliegen. Das Doofe ist, meistens braucht man nur eine Sorte dieser Dinge. Außer hier für gewisse, hier unten die Erweiterung, die brauchen hier ein Bam, ein Handshake. Könnte ich jetzt dafür nutzen, wäre halt cool. Also könnte ich machen, dann würde ich jetzt den hier einen weiterschieben, weil der geht ja so schlangenmäßig hoch. Ja, jetzt hat er nämlich, vorher hat er nur ein Bam und ein Handshake, jetzt hat er ein Bam und 2 Handshakes, die man nutzen könnte, wenn man die Bosskarte spielt. So, also ein Bam, ein Handshake, das kann man nur hier unten nutzen für die 2 Sachen. Jetzt könnte ich überlegen, ob ich mir ein weiteres Fahrzeug hole oder einen Nachtclub. Nachtclub bedeutet, man dreht so ein Ding um und dann ist das hier zwar auch teurer, was man so abgeben muss, aber man kriegt auch viel mehr Geld. Ne? 19 zu 38, mal eben verdoppelt. 4 Fässer, keine Kanone, 5 Fässer, eine Kanone. Also 2 Rohstoffe mehr, doppelt Geld. Coole Sache. Und so kommt man auch nur an Nachtclub ran. Deswegen, man darf auch nur 2 haben. Es sei denn, man klaut sich den Nachtclub von jemand anderem, kann man ja erobern. Fahrzeuge wiederum. Pack den jetzt mal hier hin. Jetzt müsste ich noch 4 Geld zahlen und hätte die 2 Dinger abgearbeitet. Zeitgleich, wenn man hier eine Erweiterung macht, muss man hier aber auch einen Schritt auf dem Razzia-Tracker hochgehen. Hier hinten wären es schon 2 Schritte. Und wenn wir schon hier sind, ein Fahrzeug. Ich
gehe doch schon wieder arg ins Detail. Es gibt zwei Sorten von Fahrzeugen. Mit einem startet man seiner Wahl. Der Unterschied ist, zumindest beim menschlichen Spieler, beim Bot sind sie beides wert. Es gibt aber auch wieder eine Karte oder einen Job, der einem ermöglicht, dass diese Fahrzeuge identische Funktionen haben. Aber ansonsten gibt es das normale Auto. Das ist genau wie die Figuren ein BAM-Wert. Ja, so ein. Braucht man halt, um Sachen zu erobern. Und man kann sich mit so einem Auto frei auf der Map bewegen, während die Figuren immer nur ein angrenzendes Feld gehen. Sie könnten aber das Auto mit benutzen und dann kann man auch, also ich habe keine Beschränkung gelesen, wahrscheinlich, ne, wenn man alle auf dem Feld hat, mit dem Auto, alle mitbewegen. Natürlich kostet aber jede Figur, genau wie das Auto, einen Bewegungspunkt. Und der Truck verstärkt zwar nichts, der sorgt aber dafür, dass ich einen Rohstoff weniger abgeben muss. Also bräuchte ich hier nur noch 2 Fässer abgeben, wenn ich ihn dort hätte. So viel schnell zu den Autos. Komm, jetzt gehen wir das hier durch. Extralieferung bedeutet einfach nur, pro Deal, den ich auslöse, darf ich mir einen weiteren Rohstoff meiner Wahl nehmen. Aktivierung, jetzt kommen wir zum Expertenspiel, finde ich, also was das klar macht. Weil man braucht hier für viele Aktionen eben Figuren, die Standardarbeiter. Und man darf immer nur aus seinem Hauptquartier hier oben die benutzen. Durch Aktivierung, was standardmäßig am Rundenende kann man schon sagen, also wenn die Karten alle sind und neu gemischt werden, kann man entsprechend seines Wertes, hier dich ein, eine Figur eben ein Feld weiter nach vorne bewegen. Also ich bin am Anfang ständig, hatte ich das Problem, kacke, ich habe keine Figuren mehr, ich kann meine Aktion nicht machen. Das muss man also auch im Auge behalten. Und man startet mit 10 Geld, das liegt hier schon. Dann Anwältewert bedeutet, wenn man wieder Reorganisationszug macht, kann man entsprechend des Wertes Leute aus dem Knast, der ist da oben, den seht ihr gerade nicht, holen und auch wieder ins Hauptquartier stellen. Naja, und was man gerne macht, das Handkartenlimit beträgt zurzeit 3, das kann man sich auch erhöhen. Und dann gibt es hier unter diversen Feldern eben hier so einen Hut. Dann kann man eben so ein besseres Gangmitglied sich holen. Wenn man so eine Karte bekommt oder auch eine von den Komplizenkarten, kann man die entweder auf seinen Ablagestapel packen oder je nachdem, wie es gerade ist, 1 oder 2 Fässer. Ich glaube, der Mensch darf auch Pistolen abgeben, um sie direkt auf der Hand zu nehmen. Das kann natürlich manchmal sehr gut und effektiv sein. Wie gesagt, 4 Karten hat man in Reserve. Ich glaube, mehr als 2 habe ich mir auch noch nie holen können. Und unter anderen Feldern sind hier Geldbeträge abgebildet, die man halt sofort erhält, wenn man dorthin kommt. Die Bossfähigkeiten mache ich mal später. Also, Plan ausgelegt. Spiele eine beliebige Anzahl von Karten von deiner Hand. Haben wir erhöhe pro Karte über dem Plan den Razzia-Tracker. Wenn er oben das Ende erreichen sollte, findet halt eine außerplanmäßige, nenne ich sie mal Razzia, statt. Weil normalerweise findet immer an, ja, sagen wir ans Rundenende, also beim Reorganisationszug, findet nicht immer eine Razzia statt. Aber immer, wenn man auf diesem Extrablattfeld landet, da ist halt quasi die planmäßige Razzia. Ja, und dann gibt es natürlich hier unten auch noch Fähigkeiten, die man nutzen darf, wenn man möchte. Da gehe ich jetzt mal nicht. Also man kann die Polizeiautos, die nerven hier halt. Beziehungsweise sie beschützen einen auch. Das ist so schön, dass die hier so mehrere Zwecke verfolgen. Zum einen Teil nerven die eben, zum anderen beschützen sie einen aber auch, weil sie jetzt die Stärke von dieser Nachbarschaft erhöhen, falls jemand die übernehmen möchte. Ansonsten muss man, wenn man sich zu einem Polizeiauto hier reinbewegt, Bestechungsgeld zahlen. Oder wenn es gerade anwesend ist, während man hier Verkäufe tätigt, muss man auch ein bisschen Bestechungsgeld machen. Deswegen gibt es hier Möglichkeiten, die eben loszuwerden. Und hier die Karte reaktiviere ein Schläger, heißen sie, die Figuren. Ich nenne sie auch manchmal Blues Brothers. Von einem Bezirk oder Lieferanten, heißt, ich könnte einen vom Feld zurücknehmen. Also habe ich sehr selten gemacht, weil es kostet hier alles was. Also wenn ich nicht gerade totale Not habe, hole ich keinen vom Feld zurück. Aber vom Lieferanten, wenn ich einen Lieferanten benutze, stelle ich hier einen drauf, müsste einen BAM im Plan haben, würde dann 2 Fässer kriegen. Oder eben 3 Fässer oder 2 Fässer, eine Kanone, falls ich extra Lieferung +1 habe.
diese 1 plus 1 plus 2 addieren sich auch nicht. Also entweder habe ich 1 plus 1 oder plus 2, aber nicht plus 3. Ja, und jetzt könnte ich den halt wieder zurückstellen, weil dann wäre mein Feld wieder frei und ich könnte wieder einen draufstellen. Die Reihenfolge ist einem selbst überlassen, wie man hier irgendwas triggert. So, dann gehen wir doch mal ganz schnell die Befehle durch. Grundsätzlich gibt es hier unten die Unterwelt und oben links seht ihr jetzt nicht die Behörden. Das ist hier auch schön aufgeführt. Etwas schlechter finde ich eben, dass genau die Sachen, die unten stehen, hier kein Feld haben. Also das kann man nur auf dem Blatt hier sehen, hat man aber irgendwann auch verinnerlicht. Also, Unterweltbefehle. Das ist dasselbe wie hier steht, steht eben auch hier. Ich könnte einen hier hinschicken und dann hier eine Aktion machen. Erstens, sobald du einen hier in die Unterwelt stellst, geht der Qualmtracker auch schon wieder ein hoch pro Figur, die hier drin steht. Das ist schon die dritte drin, bist du schon weit hoch. So, jetzt gucke ich mal hier. Ich könnte, erstmal kann man sich gut merken, Handshakes braucht man nur auf der Map, oben bei den Behörden, wie man hier sieht, auch. Und die Bams sind eben nur gut, um Leute in Bezirke zu schicken, Autos oder Leute, die hier rumstehen, zu bewegen, um so ein Stadtviertel zu übernehmen. Lieferung zu holen, hatte ich ja gerade schon. Oder seine Gang aufzuwerten eben. Ja, entweder braucht man Handshakes, Bams oder hier unten gemischt Handshakes und Bams. Plus es kostet halt auch Geld, falls ich das nicht gesagt habe. Ja, ich könnte pro Handshake eine Figur aktivieren, also näher zum Hauptquartier einen Schritt ziehen. Wenn es nötig ist, macht man das. Wenn nicht, versucht man das eben hier unten zu vermeiden. Dann könnte man sich einen weiteren Job nehmen, wie man schon hat. Steht pro Handshake darf ich eine Jobkarte ziehen, aber ich behalte nur einen, aber so hat man eine Auswahl. Dann könnte ich mir einen Lieferanten nehmen, das mache ich mal eben. Wenn ich einen Handshake habe, darf ich nur den obersten ziehen, habe ich mehrere Handshakes, darf ich so viele ziehen und mir einen aussuchen. Dann ist hier wieder Special, ich kann ihn entweder als Einzellieferanten hinlegen oder hier drunter legen. Dann würde ich das, ne, entsprechend, wenn ich drei Bams hätte, den aktivieren und das alles bekommen. Hier ist wieder die kleine Fiesheit, hier darf immer nur einer stehen. Ich habe auch noch keine Karte gesehen, obwohl ich ja mehr Karten habe, wo eine 2 steht. Also warum man das nicht einfach nur als Standardregel eingeführt hat, keine Ahnung. Oder es gibt noch eine Erweiterung oder doch irgendwo Karten, wo auch eine 2 steht. Was aber unterschiedlich ist, ist die Lagerkapazität. Hier darf halt nur ein Fass hin und hier dürfte ich schon 2 Sachen hinpacken. Ja, oder ein Fass oder eine Pistole, wo man was lagert, ist egal. Und das Doofe ist, dass ich sie drunter schieben muss. Es sei denn, man hat den Boss hier, der die Fähigkeit hat, dass er das neu verteilen darf. Dann würde ich natürlich so machen. Also so natürlich auch nicht, sondern so. Weil ich jetzt hier 2 Sachen lagern könnte. Ja, das zu den Lieferanten. Verkauf in deinen Stadtvierteln. Wie gesagt, macht man eigentlich auch nur, wenn man dringend was loswerden muss, weil man viel zu viel hat. Ist mir aber noch nicht passiert. Oder man kann eben, wie ich schon sagte, Komplizen anwerben und natürlich mit dem Sternwert, der den Handshakes entspricht. Also hier hätte ich jetzt nur einen Handshake, könnte ich nur eine Karte mit einem Stern anwerben. Und wenn dann da gerade keine liegt, geht das nicht. Nehmen wir mal die. Die hat 4 Sterne, bräuchte ich also 4 Handshakes. Ja, die wären auch 8 Geld wert am Ende. Und das sind auch Karten, die einem keiner mehr wegnimmt. Zumindest habe ich noch keinen Effekt gesehen, der dafür sorgt. Also das ist gerettetes Geld sozusagen. Das ist schon nicht schlecht. Und die machen natürlich tolle Fähigkeiten. Und wie man hier so schön sieht, vor allem für die Aufgaben, hier steht, er habe einen Komplizen mit einem Geldsack. Habe ich hier gerade nicht als Beispiel. Im Plan, der muss dann ausliegen. Weil hier unten ist jetzt nochmal, ich zeige es mal etwas näher, ne, so ein Attentatsymbol. Ich glaube, das sind Kriminalitätsarten. Aber ist ja egal. Es ist ein Symbol mit einer Zielscheibe. Und sollte ich jetzt noch eine Karte in meinem Plan ausliegen haben, die oben rechts eine Zielscheibe zeigt, dann wird der Effekt auch getriggert. Sonst halt nur der, wenn ich möchte. Die sind natürlich viel stärker. Davon sollte man sich schon ein paar holen, weil hier ist auch ein bisschen Deckbilder eben.
mehr Karten, mehr Möglichkeiten, mehr Züge, bevor man reorganisieren muss. Gegen den Bot ist das manchmal gar nicht so gut, weil der das schneller macht, aber bessere Karten ist schon immer gut. Das wäre es in aller Kürze zur Unterwelt. Ja, dann gucken wir nochmal Behörden, ist halt genau dasselbe Feld. Schicke 1 zu den Behörden, ich muss da also eine Figur hinstellen. Wenn ich 5 Handshakes habe, darf ich ein Stadtviertel eines Gegners entfernen. Das ist natürlich sehr mächtig. Ich glaube, ich hatte noch nie 5 Handshakes. Also kriegt man ziemlich schnell ein Viertel näher geräumt, was man dann vielleicht übernehmen kann. Dann kann man hier seine Kriminalitätsrate pro Handshake um eine Stufe senken. Man kann Läden hinzufügen, so viele wie man Handshakes hat, aber nie mehr als 3 Läden plus ein Nachtclub. Also mehr als 4 geht insgesamt nie. Grundsätzlich ist es egal, welche Läden man nimmt, aber Sondereffekte triggern manchmal. Dann steht da, du kriegst 3 Geld pro Flüsterkneipe, die du besitzt, oder keine Ahnung, töte alle Gegner neben deinen Casinos. Sowas. Also, ne, das ist das, wo es dann wieder expertiger wird, dass man da ein bisschen vorausschauend agieren muss. Geld bringen sie alle dasselbe. Ja, dann kann man noch für 2 Handshakes, das ist relativ günstig, wenn man zu den Behörden geht, alle seine Leute aus dem Knast holen. Wenn da richtig viele sind, lohnt sich das, weil alles, was man irgendwie wieder runterholt von der Map, landet meistens im Hauptquartier. Also in dem Fall auf jeden Fall. Und so hat man wieder Figuren zur Verfügung. Die man hier unten hinstellt, bleiben hier so lange stehen, bis eine Razzia stattfindet. Deswegen erhöht sich das hier auch schnell, weil die so schnell nicht unbedingt wegkommen. Die kommen dann auch in den Knast. Ja, und als letztes kann man der Kurs, also es gibt hier eine Karte, die macht den Kurs besser, für 6 Geld pro Handshake ein Fass oder eine Pistole an die Behörden verkaufen. Also nochmal, wenn man nicht unbedingt den Verkauf hier unten ausführen will, kann man Überschussware ein bisschen nach oben rauskloppen. Aber wie gesagt, es gibt eigentlich nur ein paar Aktionen, die man halt immer ständig benutzt und die anderen eher selten. Aber am Anfang fand ich das auch relativ verwirrend mit den vielen Möglichkeiten hier und was wo gemacht wird und was ich dafür brauche. Ja, und nachdem man seinen Zug fertig hat, wie es ja nochmal so schön steht, du darfst Fähigkeiten von deinen Karten nutzen, du darfst Jobs erledigen, das darf man immer, ist keine Aktion. Und man darf einen Befehl ausführen, der eben meistens auch nur eine Art erfordert, wie wir ja gerade gesehen haben. Entweder Handshakes oder die Bams. Es sei denn, man will hier unten aufpeppen, dort eben gemischt. Ja, danach werfe ich meine Karten ab und ziehe gemäß Handkartenlimit nach. Das ist auch wichtig, weil manchmal gibt es Effekte, die einem Karten abschmeißen lassen. Und dann hat man natürlich keine 3 mehr unbedingt, wenn man seinen Zug startet. Und da zieht man auch nicht nach. Passiert aber selten. Ja, und dann wäre auch schon die nächste Gang am Zug. Dann gehen wir noch schnell zu dem Bot rüber. Der hat natürlich schon ein paar abweichende Regeln, funktioniert grundsätzlich aber auch ein Mensch. Der hat ein eigenes Deck. Der startet auch mit 6 Karten im normalen Deck. Hat da noch ein A- und ein B-Deck, mit dem er verbessert. Also wenn er so eine Karte holt, weil er mit dem nichts anfängt, kriegt er, wenn es eine 1 bis 3 Karte ist, die liegen hier links, eine B-Karte. Und wenn er hier von den Guten sich einholen sollte, kriegt er noch eine A-Karte ins Deck. Beziehungsweise muss er auch bezahlen, was er standardmäßig immer tut, wenn er es kann, um sie auf sein Deck zu legen. Sonst kommt sie auf den Ablagestapel. Und ich zeige das hier mal. Also auf jeder Rückseite von den normalen ist hier der Bot abgebildet. Leider dann kein Double Layer, wo man schön was reinlegen kann. Und dann steht hier neben eben, er kriegt 2 Steine, also 2 Aktionen und zieht erstmal nur eine Karte. Das Ding ist, der gradet schnell ab. Also der verbessert sich schnell, sodass er mindestens da ist. So, das heißt, er würde jetzt eine Karte ziehen, tschack, und hätte 2 Steinchen, habe ich jetzt nicht aufgebaut, ich klaue mal die hier.
Also der Bot funktioniert gut, macht Spaß, ist nicht unbedingt leicht, beziehungsweise man kann den auch schon von Anfang an noch etwas schwerer machen. Was mich nervt, ist, dass man hier so viele, wenn dann passt das, dann macht er das, wenn nicht das nächste, bei mehr Karten, dann dauert das schon länger. Das finde ich nicht so ganz gelungen, aber er funktioniert, deswegen schon wieder Gemecker auf hohem Niveau. Also, dann hat er jetzt hier ein, ich nenne das auch Bam, das ist eine Faust, weil er nicht Handshakes und Angriff, Kraft benutzt, sondern halt eine Standardwährung hat, die für beides gilt. Er könnte auf seinem Tableau auch schon einen Bam mehr freigeschaltet haben oder eben auch zwei. Die zählt man dann dazu. Also im Moment hat er jetzt hier eine Faust. Aber als allererstes guckt man hier Bewegung. Das führt er mal als erstes aus. Er summiert alle Bewegungszahlen, die hier drauf sind und führt die dann aus. Dafür gibt es diese durchnummerierten Dinger, die per Zufall gelegt werden. Und da, wo er gerade steht, sagen wir mal, bei N7, er hat jetzt, sage ich mal, eine Bewegung, dann würde er bei 7 das höchste ist, sich halt zur 1 bewegen. Ja, sehr simpel, sehr effektiv, das auch schnell abgehandelt. Also immer zur nächsthöheren Zahl, so viele Schritte wie er macht, bewegt er dieses Ding, was der Vollstrecker ist. Dann gucken wir. Pro Bam, er hat ja 1 zurzeit. Der Vollstrecker schickt einen Schläger in die Unterwelt, um einen Komplizen anzuwerben. Ja, das klappt. Ich habe jetzt da oben, ich hole ihn nicht, er wird hier einen hinstellen. Würde er jetzt eine nehmen, also da auch keine ausliegt, würde es auch nicht machen. Man muss immer prüfen, passiert denn überhaupt irgendwas für den Bot dann? Wenn nicht, macht er das halt auch nicht. Ja, sagen wir mal, der einen Bam mehr, dann würde er jetzt, wenn es mehrere Karten mit den Sternen gibt, nimmt er immer von links nach rechts. Ich behaupte jetzt, er hätte 2 Fäuste, würde er die Karte nehmen. Die kommt zur Seite, die werden nicht beachtet, die verliert er auch nicht. Das sind halt nur Punkte fürs Spielende für ihn. Aber eben, da es ja eine Verbesserungskarte ist, würde er jetzt so eine B-Karte sich nehmen, also eine weitere für das Deck. Hätte er ein Fass, würde er es bezahlen und oben drauf kloppen. Wenn nicht, kommt es drunter. Fertig. Ja, dann hat er noch einen zweiten Würfel übrig, also gucken wir was noch. Ja, falls mindestens die Hälfte unbeliefert ist, seiner Dinger, die er besitzt, das ist häufig der Fall, würde er jetzt eine Lieferung kriegen, er würde einen auf seine Lieferanten stellen, dann addiert man alle Zahlen, also hier im Moment 3, teilt das auf Fässer und Pistolen auf. Ich glaube, er beginnt mit Fässern, nagelt mich nicht fest. Also er würde jetzt 2 Fässer, eine Pistole kriegen. Wären hier 3 Fässer drauf und eine Pistole, wäre der Wert 4, dann würde er exakt 2 Fässer, 2 Pistolen kriegen, die er dann nach bestimmten Regeln lagert. Da gehe ich mal nicht ein. Sollte er einen weiteren Lieferanten ziehen, wird er einfach zugedeckt hier drauf gepackt und der hat dann immer eine Lieferkapazität von 2. Das ist einfach nur eine Zahl, die man addiert und auch eine Lagerkapazität wie die hier von 1. Also der stackt nie die Lieferanten, die bleiben immer einzeln. Ja, das ist auch schon so ungefähr. Gucken wir mal die anderen, die er hätte machen können vielleicht. Falls er mehr Bams hier, nicht verwirren lassen, dass ich die Sterne und die Faust als Bam bezeichne. Hier kommt noch plus 1 zu, also falls er das machen würde, hätte er eine 2. Hat er jetzt mehr als Jobs? Jobs hat er standardmäßig auch 3 am Anfang und er hat jetzt nur 2 Bams. Also wird das nicht getriggert, aber wäre das so, würde er einfach nochmal einen in die Unterwelt schicken, um sich einen Job zu nehmen. Was haben wir hier? Falls nicht von ihm kontrolliert wird im aktuellen Bezirk, nö, bewegt er halt so viele Figuren hin, ich habe jetzt keine auf dem Plan, wie er wieder das hat. Also ist schon nett, funktioniert gut. Dann wäre ich ja wieder dran. Beziehungsweise, ja, sind wir hier schon einmal durch alles grob durch. Aber ich will nochmal eine Bosskarte zeigen. Also ich spiele jetzt nur die einzelne. Ich würde das vielleicht so nicht machen. Dann gucke ich, weil er hier keine Werte drauf hat, es hat immer die Werte, wo er hier gerade steht. Also er hat ein Bam, ein Handshake. Wäre eben wieder gut, um das zu verbessern. Wenn ich ihn jetzt einzeln spielen würde, dann hätte er nächste Runde ja schon 2 Handshakes. Aber das Wichtigste ist,
dass er noch zusätzlich 3 Bossfähigkeiten hat. Ne? Was sonst bei den Karten unten steht, ist beim Boss auch hier. Wie gesagt, die sind alle unterschiedlich. Man darf 3-mal was hiervon nutzen, auch mehrfach dasselbe. Ne? Hier ignoriere eine Bedingung beim Erledigen eines Jobs. 3-mal könnte ich es machen. Das heißt, ich könnte hier einen Job, der 3 Bedingungen hat, einfach direkt erfüllen. Also das ist hier seine Superpower. Oder ich könnte mir den Familienring nehmen, der mir am Anfang jeder Runde ein Geld bringt. Das ist auch nicht schlecht. Also bei 2 Spielern. Bei mehr Spielern gibt es auch mehr Geld. Oder, oh, das ist ja auch witzig, nutze eine Fähigkeit eines Komplizen auf dem Markt. Du kannst die Fähigkeit nicht mehrfach ausnutzen. Oh, ich habe den noch nie gespielt. Ich habe ihn extra aufgebaut, weil ich das der letzte ist, den ich noch nicht gespielt habe. Deswegen kenne ich mich hier noch nicht aus. Ja, hier schönes Bild. Kennt man wahrscheinlich nicht. Das ist ja auch ein bisschen glänzend teilweise. Ja, das ist also, ne, Boss. Und habe ich jetzt keine Karten mehr auf der Hand, also nur noch einen kompletten Ablagestapel, dann muss ich so einen Reorganisationszug durchführen. Auch dort, wie am Anfang jedes meiner Züge, bekäme ich ein Geld, hätte ich den Ring. Dann darf ich in allen meinen Stadtvierteln verkaufen. Sagen wir mal, das hier wäre meins. Ich hätte da, machen wir mal so, jetzt 2 Fässer. Da fehlt mir ja noch eins, um die 3 zu haben. Ich habe aber noch hier eins. Das darf ich auch abgeben. Ansonsten darf man für den Verkauf in einem Viertel nur die Fässer oder Sachen, die dort gelagert sind, abgeben. Plus halt, was auf den Karten ist. Auf den Karten klaut einen das auch keiner so schnell, wenn es hier rumliegt. Kann es natürlich geklaut werden. Also würde ich jetzt 3 Fässer abgeben, bekäme 14 Geld, minus 2 Geld, weil leider die Polizei herumlungert, die will auch mitverdienen. Dann bekäme ich noch 3 Geld pro Laden, den ich habe. Und das wäre auch schon mein großer Einnahmezug. Dann reaktiviere ich. Reaktivieren bedeutet immer als Hauptquartier stellen. Alle von den Behörden, also die ich oben links hingestellt habe, alle von den Lieferanten. Dann darf ich aus dem Knast so viele holen, wie mein Anwältewert gerade zeigt. Und ich darf dann, je nach meinem Aktivierungswert, wieder Figuren da oben nach rechts verschieben. Also ein Schritt wäre mir jetzt nur erlaubt. Dann mische ich meine Karten neu, ziehe wieder so viel mein Handkartenlimit ist. Hier haben wir den Zeittracker, der bewegt sich dann einen vor. Ist sonst normalerweise auch nur so ein Steinchen. Ich habe mir aber den Zeitungsjungen noch dazu gegönnt. Der hat auch nochmal 3 Schlagzeilenkarten extra mitgebracht. Also das Gameplay All-In hat einen Haufen Schlagzeilenkarten mitgebracht. Man braucht pro Spiel aber nur 2. Aber da ist dann sehr viel Abwechslung drin, auf jeden Fall. Kann man sich nicht beschweren. So, den einen vorgerückt. Und dann wäre standardmäßig auch schon wieder die nächste Gänge am Start. Wäre er jetzt auf das Extrablattfeld am Ende gekommen, würde als erstes mal eine Razzia stattfinden. Dann ziehen wir hier wieder so eine Razzia-Karte. Gucken, was draufsteht. Erstmal oben. Führt nach dieser Razzia eine weitere durch. Juche, sowas macht Spaß. Dann guckt man auf die Farben. Wir sind ja alle noch im grünen Bereich. Also hier unten kein Effekt. Glück gehabt. Wie ich es prophezeit habe, im gelben Bereich gibt 3 Geld ab, gibt 5 Geld ab, gibt 8 Geld ab. Meistens multipliziert sich das auch noch mit pro Figur auf dem Feld und so weiter und so fort. Und am Ende steht dann, wie man seine Kriminalitätsrate nochmal senken darf. Hier gar nicht. Manchmal steht da 1 oder 2 oder auch Anwältewert. Was für den Bot, da der das etwas höher hat, schon von standardmäßig, ist das halt sehr gelungen. Ja, aber jetzt müssten wir ja noch eine Karte ziehen. Mache ich jetzt aber nicht. Was ich wieder vergessen habe, das passiert gerne. Razzia-Auslösung bedeutet immer, alle aus der Unterwelt kommen im Knast. Also wird das Feld auch mal wieder freigeräumt. Ja, Effekte ausführen, fertig. Razzia fertig. Aber wir sind jetzt ja auf dem Extrablattfeld. Was dann bedeutet, erstens, der rutscht einen vor. Das macht er nur beim Extrablatt, nicht bei einer normalen Zwischendurch-Razzia.
Aber es ist ja alles super erklärt, finde ich. Also da kann man auch nicht meckern. Dann wird der Komplizenmarkt, die letzten Karten, deswegen ist hier ein Mülleimer drauf, werden abgeräumt, es rutscht alles nach rechts durch, wie man das so kennt, gibt neue Karten. Ja, und als letztes deckt man dann so eine Schlagzeile auf, wo irgendwas Nettes oder nicht Nettes draufsteht. Also kann ruhig mal vorteilhaft sein, häufiger aber auch nicht. Schauen wir mal. Wann immer eine Gang Schläger in Bezirke schickt, aha, Bezirke heißen die Dinger, trifft sie jeweils so viele gegnerische Schläger, wie sie dorthin geschickt hat. Aha, das habe ich noch nicht erwähnt. Also es gibt hier Treffen und Töten von gegnerischen Figuren oder eben auch von eigenen, manchmal kann das einen Effekt bewirken. Aber das ist ziemlich simpel. Trifft man einen, ist der quasi verletzt und wird wieder in den Unterschlupf gestellt. Ist schon scheiße, weil Figur runter vom Feld. Unterschlupf nicht so schlimm, er ist ja auch nur getroffen. Also er käme in Unterschlupf, wenn er getötet wird, kommt er hier hinten in, wie heißt es, Slums. Dann braucht man erst wieder zwei Aktivierungen, bevor man den benutzen kann. Und der Effekt gilt halt so lange, bis dann eine neue Karte aufgedeckt wird. Und das macht man halt so lange, bis man irgendwann die letzte Karte aufdeckt, wo man versteht, Ende der Partie. Und da muss man eben aufs Timing achten, dass man vorher verkauft hat oder die extra Sachen nutzt. Gefühlt ist bei ein, zwei Spielern schnell vorbei, wie man hoffentlich erkennen kann. Ne? Solo und zu zweit startet man hier, drei Gangs hier, vier Gangs hier, damit es ein bisschen länger dauert, bis der Extrablatt kommt. Es gibt aber auch wiederum Effekte, die diese Figur vor- oder zurückbewegen, also das Spiel verkürzen oder verlängern oder eben schon direkt diese Extrablattphase auslöst. Ich glaube, das war's mit dem groben Überblick zu dem Spiel. Also, ne, ich bin etwas schwer reingekommen. Ich bin aber mindestens zufrieden. Ich werde es auf jeden Fall erstmal behalten, weil ich es nochmal spielen will. Ich würde erstmal eine standardmäßige 8 zurzeit erstmal verteilen. Ne? Ja, wie gesagt, die Figur, da waren nochmal drei neue Karten drin. Ich dachte erst, ach wie cool, das sind ja viel mehr als drei Karten. Aber die sind halt in mehreren Sprachen drin und es sind immer dieselben Karten. Von daher sind da doch nur drei, wie es draufsteht, drin. Dann habe ich ja zusätzlich das hier, das waren glaube ich Verbesserungsziele, nochmal eine zweite El Capone-Figur, die soll eigentlich nur beim Gangkrieg benutzt werden, weiß nicht, ob man die gebraucht hätte. Der Ring war hier drin und standardmäßig sind alle Fahrzeuge sehen gleich aus, nur halt die Farbe nicht und hier könnte man, die Häuser ebenso, hier könnte man nochmal durchwechseln, dass jeder spezielle Autos hat. Also jetzt im Nachhinein denke ich mir, hätte ich auch nicht unbedingt gebraucht. Bis auf den Ring. Aber mitgehangen, mitgefahren. Da waren ja, glaube ich, noch ein paar Karten bei. Mehr Lieferanten. Ich glaube, ein paar Razzia-Karten. Ja, also wie gesagt. Ich war damals halt angefixt von dem Spiel und habe gedacht, okay, diesmal gehe ich zwar nicht all in, aber halb all in. Genau, und deswegen habe ich auch noch die Vollstrecker-Erweiterung mitgenommen. Muss ich jetzt auch sagen, hätte ich mir für euch mal verkneifen können. Das sind halt nochmal spezielle, ich glaube drei sind es auch nur, ja, drei Figuren. Würde man wieder auslegen hier, hätte ich schon wieder keinen Platz, deswegen habe ich es auch nicht gespielt. Ich war kurz davor. Kann man solo gegen die spielen? Ja, statt den Standard-Bot zu benutzen. Also wer viel solo spielt, so wie ich eigentlich, für den ist das schon mal super, weil er da Abwechslung hat, die verhalten sich halt auch anders und machen andere Dinge. Da ist jeweils so ein kleines Blatt bei mit den Regeln. Aber ich hatte von den Regeln erstmal genug und wollte auch nicht schon wieder neue lernen. Die kann man aber auch ins Standardspiel integrieren. Dann können die normalen Spieler, die für sich freispielen, ich glaube, da kommt auch jeweils eine Jobkarte drunter, wenn die dann ausgelegt sind. Und wenn man eben die erfüllt, die Jobkarte, kriegt man diese Figur, die wiederum eine Spezialfähigkeiten hat und einem hilft, die anderen fertig zu machen. Also nicht schlecht, wenn man es viel spielt oder gleich sagt, das ist mir hier alles noch nicht genug, ich brauche noch mehr Regeln und noch mehr Action, dann wäre das vielleicht auch zu empfehlen. Ich denke mal, ich werde die beim nächsten Mal, wenn ich das Spiel spiele, was eine Weile dauern könnte, auch mal ausprobieren. Weil die Kamera so groß ist, ne, Material ist alles toll, ne, guck mal, so richtig schön dicke Papptokens als Geld.
Die auch. Hiervon gibt es natürlich auch mehr. Gefühlt mindestens doppelt so viele. Manche sind auch doppelt. Dass man nämlich am Anfang mischt und die zufällig verteilt. Also es ist schon sehr variabel der Aufbau. Ja. Und auf definitiv ein schönes Spiel. Das soll es dann von mir für diesmal gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck vom Spiel bekommen. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann!